Hi, weiter geht's bei God of War Ragnarok. Wir haben letztes Mal den gestohlenen Mond zurückgeholt. Hierdurch können wir zurück zum Bau. Sie werden uns folgen. Passt gut auf. Ja, und wir gehen jetzt zu den Wolfis zurück, damit die Warte, aufwachen. warum bist du so sicher, dass wir überhaupt eine Wahl haben, was wir tun? Zweifel können wir uns nicht leisten. Wer hat was von Zweifeln gesagt? Bisher haben wir alles getan, was die Riesen gesagt haben. Wir treffen eigene Entscheidungen. Nichts zwingt uns. Ja, Kratos recht. Ich hoffe, Atreus geht auch noch von dem Trip runter, nicht alles für Schicksal zu halten und dass er sowieso nichts ändern kann. Das ist nämlich nicht richtig. Linke Seite, Bruder! Hinter dir! Vorsicht! Viecher wären ein bisschen heftiger, ne? Kann das sein? Da waren auch nur zwei, okay. Aber es war natürlich nicht die. Aua, scheiße, das war schlecht. Es waren natürlich nicht die letzten. Aber nur einer, okay. Aber was, wenn wir durch all unsere Taten direkt in Ragnarök reinlaufen? Gibt es keine Möglichkeit, das Schicksal abzuwenden? Dein Schicksal? Wenn wir nicht verhindern, dass. Würdest du den Wölfen den Rücken zukehren? In dieser Welt. Denk an unsere Abmachung. Der Junge hat ein paar gute Argumente. Solange Atreus lebt, sei es drum. Naja, es ist einfach nur Schicksalgeschwafel, eigentlich. So, sind Sie wach? Das muss klappen. Okay, einer ist wach. Sind die brav? Genau wie in ihrem Schrein. Wenn ich das tue. Das Schicksal kriegt dich nur, wenn du es lässt. Tu, was notwendig ist. Nicht, was geschrieben steht. Gute Wahl, Junge. Sie haben ein Geschenk für uns. Damit können wir sie jederzeit rufen. Okay, was ist das? So, und jetzt? Weißt du noch, der Altar, den wir gesehen haben? Ich glaube, da sollen wir das benutzen. Ach so, jetzt hat der Altar endlich einen Sinn. Im Prinzip haben sie uns also die Schlüssel zur Nacht gegeben. Das kann sich doch sehen lassen. Wir sollten zu Hildi Sweeney und ihm von all dem erzählen, ja? Ja. Zurück ins Lager. Wow, dieser Ort verändert sich nachts. Sehr sogar.
Leider ist es nicht weniger feucht. Okay, es gibt ein Tag-Nacht-System also hier. Was ist das denn? Hey, 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 hey! Weg mit dir! Ja, ja, alles gut mit dir. Oh, die können so Gift versprühen, das mag ich gar nicht. Da muss ich auf Fernkampf zurückgreifen. Das ist so eine scheiß Pflanze, ne? So, wo soll ich jetzt hin? Zurück zu Freyas Lager. Ja, da in der Nähe war auch dieser Altar, ne? Okay, interessante Verwandlung. Ja, zeig es ihnen. Na, noch mehr böse Überraschungen? Nicht? Okay. Hier gibt's böse Überraschungen. Das sehe ich jetzt. Ah! Oh, schon wieder ihr? Langsam wird's ein bisschen unnötig. Der wird ein bisschen wild jetzt, weil er fast tot ist, ne? Ja, das hast du mir so spät gesagt. So, einer ist weg. Halt deine Kotze bei dir. So, jetzt gibt's wieder eine exklusive Kiefermassage. Es scheint ein Trend zu werden in Videospielen allgemein, dass Bosse immer wieder recycelt werden. Ich finde diesen Trend nicht gut. Mal ein paar Beispiele zu nehmen. God of War jetzt. Elden Ring. Guck bei meinem Kumpel Leo. Evil West grad. Da sind auch viele Recycelte bei. Wir gehen nicht zurück, ohne ihren Bruder und den Licht abzuretten. Na gut, aber Odin wird schon weiter. Naja, wenn das Video hier online kommt, wird es schon nicht mehr aktuell, aber es ist allgemein ein Trend, der mir in Videospielen auffällt. Vorsichtig mit Abkürzungen zum Wissen. Ja, Vater. Das ist... Recycle ist halt scheiße. Das kommt so rüber halt, dass, ja,
Die Entwickler hatten keinen Bock, sich was Neues auszudenken und werfen was Altes da rein. Ne? Wobei diese Krokos hier in God of War das einzige sind, die recycelt bisher wurden. Also, das ist hier Meckern auf ganz hohem Niveau. So schlimme Auszüge wie in Elden Ring hat es nicht. Noch nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange das Spiel noch geht. Aber ich glaube, wir sind schon in Endgame. Pflanzen hier töten? Nein, nein. Nur die Fleischfressenden. Und die Gift machen, wie die da. So, gleich sind wir da. Wer ist das? Ah, die runzlige Visage gehört Helka. Sie ist eine Bloodhunde. Die sind für ihre präzisen Spürfähigkeiten bekannt. Du wirst sie mögen. Mhm. Kratos, Atreus. Die Sonnenfinsternis war euer Werk, ja? Danke, dass ihr hier seid. Pikvir hat die Ablenkung zur Flucht genutzt. Und dein Bruder? Wir wissen, wo sie ihn festhalten. Bela hat den Sprengstoff vorbereitet. Wenn ihr mitkommt, können wir gehen, sobald ihr bereit seid. Okay. Ein Gestaltwandler könnte mir helfen. Geh mit ihm, Atreus. Ich helfe Freya. Jawohl. Der Zünder braucht nur 30 Herzschläge. Ach so, nur. Sobald ihr das Signal seht, helft ihr. Danke fürs Einsammeln. So. Hast du ein paar Verbesserungen für mich? Ist das dein Kleiner? Süßes Kerlchen. Ja. Du hättest ihn vor ein paar Wintern sehen sollen. Er ist nicht bei mir auf Augenhöhe. Ach, sei still. Ein Junge muss wachsen. Genau so. So, was haben wir denn so gefunden? Eine Chaosflamme haben wir nicht gefunden, aber das haben wir gefunden. Also eine Chaosflamme haben wir gefunden. Ich meine, das Teil, was du für die Axt brauchst, haben wir nicht gefunden. Ich habe gar nicht bei der Axt geguckt, ob ich das Ding verbessern kann. Kann ich was beim Speer verbessern? Nope. Und jetzt zu der Göttin. Ist es noch nicht so. Ah, da kann ich was verbessern. Okay, lohnt sich doch reinzuschauen. Okay. Dann. Wo muss ich hin? Hallo? Ich habe eben nicht gut zugehört, Freya. Könntest du nochmal wiederholen, was wir machen? Die Wölfe gaben uns. Ah, okay. Einfach mit ihr mitlaufen. Können wir sie rufen, wenn nötig. Gut. Das ist eine Abkürzung zu Njörds Tempel, die wir tagsüber nutzen können. Die Einherja halten Freya im Tempel deines Vaters gefangen? Er ist leer, solange ich mich erinnern kann. Auf der anderen Seite des Flusses gibt es einen Himmelsaltar. Pikvir sagt, die Altäre dienten einst als Signal für die Wölfe. Und mit dem Zepter können wir sie jetzt nutzen. Oh, das ist der Plan. Wenn wir den Tempel erreichen, feuere ich das Signal. Es alarmiert Bela und Pirgir, um die Ablenkung zu starten. Der Dunkelalbstock. Schön, einmal nicht selbst das Ziel davon zu sein. Wenn sie abgelenkt sind, können du und ich die Haupttruppe von... Wo muss ich denn hin? Ach, da oben. Hinten angreifen. Während Atreus und Hildiswini reinschleichen und deinen Bruder retten. Ja. Sobald wir ihr Signal sehen, formieren wir uns am Fluss und fliehen auf Freyres Boot. Alles klar. Was ist das da? Natürlich! Es erzeugt weitere! Schau,
Okay, naja, ist gut. Ja, hier ist nur was Unentdecktes. Oh, nicht ihr. Ich mag euch nicht. Ich muss auch aufpassen. Ich habe nicht mehr so wirklich viel Energie. Hey, der hat sich weggeportet. Wo ist er? Das ist links, aber okay. So. Ruhe hier. Er hat natürlich keinen grünen Kristall gedroppt, gar nichts. Oh, Besuch. Den da hinten sollte Freya eigentlich gar nicht anvisieren. Ich wollte eigentlich zu denen da oben. Schön vorsichtig. Das ist Brief. Ja, habe ich gemerkt. Oh oh. Und das mit meinen 40 Energie? Das wird doch nie was. Von links. Hinter dir. Ja. Oh Gott, noch einer. Ja, das war's jetzt nämlich. Nein, wir heilen uns nicht. Das sehe ich gar nicht erst ein. Mit einer vollen Energieleiste geht das auch besser. Dein Plan. Hast du was auszusetzen? Das ist eine Falle. Ich weiß, und es ist mir egal. Ich hole meinen Bruder zurück. Du bist nicht verpflichtet, mir zu helfen. Ich weiß. So, diesmal machen wir das besser. Diesmal lasse ich den Stein in Ruhe, bis die Wölfis kommen. Ungefähr jetzt. Guck mal, klappt viel besser. Oh, scheiße. Der kann so viel Distanz überbrücken. Ah, Moment. Der hat so ein grünes Männchen. Das muss weg. Mach den weg, Kratos. Ich bin schon fast. Junge! So. Dafür, dass der erste Wolf so gut geklappt hat, hat der richtig behindert geklappt. Naja. Er gibt hier komische Geräusche von sich. Wo sind sie? Hier. Hier geblieben. Ne, 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 ne. So einfach mache ich euch das nicht. Irgendwo muss hier noch einer sein. Ah, da hinten. So, Kopf ab. Das ist der letzte. Wo? Einer noch da. Oh!
Sie haben mehr Soldaten als beim letzten Mal. Wir sind bedeutend im Nachteil. Ah. Kriegen wir schon hin. Ich würde sagen, was geht hier ab? Aber... Oh, das ist gut. Den hat er gerade zerfetzt, Alter. Wo ist der grüne Kollege? In dem Baum da drin? Jetzt nicht mehr. So, Ruhe hier. Freya ist da oben. Hier geht's auch nicht weiter. Hier haben sie so eine Ranke hingemacht, damit das blockiert ist. Ach so, wir gehen zu diesem komischen Becken hin. So, was machen wir jetzt damit? Versuch mit dem Zepter ein paar Mal über die Schale zu streichen. Ja, jetzt ist es Tag. Wir liegen gut in der Zeit. Ach so. Die Ranken verändern sich wegen Tag und Nacht. Und man kommt in Bereiche, wo man nur tagsüber hin kann, und man kommt in Bereiche, wo man nur nachts über hin kann. Und ich kann das jetzt quasi steuern. Unsere Taten in dieser Welt folgen der Prophezeiung der Riesen. Atreus glaubt, Ragnarök ist unvermeidlich. Die Normen waren recht deutlich, was die Prophezeiung angeht. Sie sagten, unsere Entscheidungen seien vorhersehbar. Aber wir haben uns geändert. Oh, das ist ein etwas dickerer. Die Attacke von dir brechen wir mal ab. Zack! Dann bist du auch gleich in die Nähe hierfür. Ja, den habe ich aber mal easy weggekriegt. Die Nornen sagten, du würdest Heimdall töten. Du bist diesen Weg nicht gegangen. Damals, als wir uns kennenlernten, wäre es wohl anders gewesen. Und du? Trachtest du noch nach Ragnarök? Odin hat viel zu verantworten. Wenn Groas Prophezeiung stimmt, findet meine Welt vielleicht endlich Frieden. Vielleicht finde ich Frieden. Verzeiht einem Kopf an einem Gürtel, aber sagten wir nicht gerade, dass Prophezeiungen reiner Unsinn sind? Herr Ymir. Was? Der nervigste Mann der Welt. Aber wo er recht hat, hat er recht. Ah ne, das führt nur zu einer Kiste hin. Ich muss durch das Eisenzeug wieder durch. Okay, hier brauche ich Freya. Okay, das hat gereicht, um beide einzufrieren. Das ist gut. Da ist nur eine Kiste, die ich schon geöffnet habe. Aha, diese scheiß Pflanzen, die nerven. Ja, lass mich einfach durch. Noch mehr voraus. Ja, davon ist auszugehen. Da oben ist schon die erste. Komm runter! Okay, dann komme ich hoch.
hier, Vorsicht! Uff, das ist so ein Dicker! Linke Seite! Mehr Engelgarten! Schön vorsichtig! Ja, ja! Ey! Das war anders geplant! Ich wollte auf den Dicken gehen! Ey, wieso ist der wieder voll? Oh, den hab ich bis hierher gespürt. Ja. Mann! Ich bin hier in der Ecke und ich will hier nicht sein. Freya! Und dann nimm was! Ich brauche einen Heilkristall! Den es nicht gibt! Hinter dir, Vorsicht! Ja, ja! Ich muss dich trennen! Ja, okay. Diesmal heile ich mich. Das ist eine etwas krasse Herausforderung, weil hier drei so heftige Typen sind. Ich habe mal gar nicht mal so viel geheilt. Aber okay. Ich habe jetzt viel Rage. Was? Ich habe das noch geblockt? What? Noch mehr voraus. Ja, ich hab's gemerkt. Jetzt ist jetzt meine Energie voll. Auf dein Zeichen. Ein bisschen zu eng mir hier eigentlich. Den habe ich bis hierher gespielt. Ja, deswegen gehen wir auch runter. Ja, der hat sich wieder aufgeheilt. Rechts von dir. Mach erstmal die beiden blauen hier fertig. Die können sich nämlich, denke ich, nicht regenerieren. Warum? Okay. Hier geht irgendein Gimmick mit ein. Weil den kann ich nicht irgendwie tiefer kriegen. Rechte Seite, Bruder! Nein, nein, nein! Hier, der legt sich wieder auf! Okay, hier ist, geht irgendwas vor sich. Hinter dir! Die kann ich irgendwie nicht besiegen. Die laden sich immer wieder auf. Ah, ich verstehe es. Die den gelben Streifen haben. Hinter dir, pass auf! Die muss ich mit den Chaosklingen besiegen und der Typ, der die rote Liste hat, die muss ich mit der Axt besiegen. Ich hab's gecheckt. Jetzt mach den weg!
Okay, der ist weg. Axt ausrüsten. Sehr gut, Freier. Huh. Okay. Das war schon etwas kniffliger. So, hier oben war, glaube ich, ein Tor, was ich zerhauen musste. Ne? Ja, da. Mach auf. So, aber wir sind schon am Ende der Folge wieder, Leute. Wir machen mal jetzt mal weiter. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao.